Moin Moin, ja, hier ist wieder euer Delphi mit einer weiteren Folge mit Landwirtschaftssimulator 2011. Ja, letztens waren wir mit dem Pflug unterwegs gewesen und haben zwei Felder verbunden. Ja, in die Zeit ist schon eine ganze Menge schon passiert. Ich habe schon fast die Hälfte der Felder, die hier im Spiel gibt, schon gepflügt oder gegrubbert und die Saat reingebracht und gespritzt. Aber heute wollen wir ja das Feld, was wir hier in der letzten Folge verbunden haben, heute, hoppala, da springt ja wie so ein Flummi hier, wollen wir heute ernten, und zwar Gerste. So, da werden wir gleich mal den Helfer starten lassen, werden den Boden noch beobachten. Ja, und was noch jetzt gemacht habe, ich habe schon einen zweiten Mähdrescher geholt. Der steht zwar noch im Shop, den müssen wir bloß noch jetzt abholen, aber das machen wir gleich. Ich will bloß jetzt noch schauen, ob er hier seine Bahn vernünftig fährt. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja. Na super. Jetzt gerade kein Auto, dass er irgendwo jetzt hier hängen bleibt. Gut, dann. Hier sehen wir ja, hier bin ich mitten hinten in der Pampa. Da habe ich hier die Fahrzeuge überall verteilt. Ja, mit dem werden wir ja heute die Gerste von dem Mähdrescher abfahren, und hier steht unser neuer Mähdrescher. Wir gehen noch mal kurz im Shop und schauen mal, was das für einer ist. Hier den Litzer 7210, auch dieser Mähdrescher aus Litzer 3 ist schon fast museumsreif. Den haben wir von Anfang an gehabt mit 4500 Liter Tank, und jetzt haben wir den Litzer Sovereign 58. Dieser Mähdrescher ist Teil ihres Startausrüstungs. Sein vergleichsweise kleiner Kontakt schränkt seine Einsatzmöglichkeiten etwas ein. Ja, aber wie gesagt, dafür haben wir ja zwei. Den haben wir jetzt geholt. Ja, und dazu haben wir hier den Litzer 58 Sovereign Schneidwerk. Dies ist ein Schneidwerk zum Litzer Sovereign 58 und hat 4,8 Meter Arbeitsbreite, genauso wie der gelbe. Okay, gehen wir jetzt zurück und werden jetzt erstmal hier das Schneidwerk anbringen. So, dann geht das los. So sieht es drinnen aus. Ja, schlecht zu sehen bei diesem Teil. Deswegen habe ich den gelben Mähdrescher hinten anfangen lassen, dass wir den von einem Shop nicht so weit haben, dass wir den hier vorne gleich einsetzen. So, dann werden wir mal schauen, dass er hier seine Bahn hier vernünftig macht hier. Ja, wir haben jetzt die kleinsten Mähdrescher, aber was soll's. So viele Felder sind ja noch nicht, und jetzt starten wir einfach mal. Ja. Ja, er hatte anfangs ein bisschen Startschwierigkeiten, aber ja, man sieht, der kommt mehr von der Bahn ab. Wir müssen hier so ein bisschen korrigieren. Ja, also wenn wir sehen, dass wir mal andere und größere, aber eins nach dem anderen, wir wollen ja die Technik alles ausprobieren. Irgendwie hat der Startschwierigkeiten. Frag dich bloß warum. Tja, irgendwie will der nicht so richtig. Also, dann driftet der mir immer so nach links weg. Also, das ist, was ich nicht verstehe. Also, irgendwie hat der hier Probleme. Also, mit denen kann ich denn doch nicht groß anfreunden. Also. Der andere Kollege wird da hinten schon warten.
aber alle Anfänge sind schwer. Wenn er erstmal ausgerichtet hat, dann denke ich mir, funktioniert das. Aber er driftet mir zu weit, wie er nach rechts weg aussieht. Ja, der Kollege steht schon. Dann werden wir mal schnell hinfahren. Ja, er macht ja wesentlich seiner Arbeit vernünftig. Und ja, wir werden jetzt schnell mal zu unserem Kompagnon darüber rennen, quer durch das Kornfeld. Und hoffen, dass er bis zum Ende es schafft. Aber irgendwie hat er schon Probleme. Halt, Kollege, stopp. Das können wir so hier nicht akzeptieren. Naja, der ist voll. Ach. Ich glaube, den werden wir eher wie er gekommen ist, wird er auch eher wieder verschwinden. Also der hat wirklich ganz gewaltig große Probleme hier in der Mähdrescher. Irgendwie driftet er aber auch wirklich ganz schön ab hier. Also der hat hier... Also mit dem kann ich wirklich hier nicht richtig warm werden. Kollege, Kollege, Kollege. Ich habe ja nichts dagegen, aber... Ein bisschen vernünftige Arbeit möchte ich hier schon sehen. Und immer wieder so weg. So. Ja, wir werden jetzt hier ein bisschen hin und her fahren, aber kein Problem. Mal sehen, wie weit wir das heute hier schaffen mit dem Abernten. Der kleine Trecker ist für den großen Hänger ein bisschen zu klein, würde ich sagen, aber wobei das mein bester Trecker im Stall ist, also der ist relativ zügig schnell unterwegs. So, naja. Aber ich schätze, jetzt hat er die Bahn gefunden. Okay. Und wir werden mit unserem Traktor hier zack. So, können wir ja schon mal gleich was wegbringen. Ist ja nicht so, dass wir hier einen Umweg fahren. Mal gleich leer machen. Ja, letzte Mal, wo wir gespielt hatten, hatte ich hier 2,5 Millionen gehabt. Ja, fast 80.000 habe ich schon wieder ausgegeben. Ich habe jetzt, wie gesagt, mehrere Trecker. Hier den roten und den grünen Elten-Modell. Also auf jeden Fall die Billion-Trecker habe ich erstmal geholt, dass ich erstmal hier in die Gänge komme.
viele werden jetzt sagen, Kollege, warum hast du nicht gleich größere Traktor geholt? Du hast doch die Kohle. Ja, ihr habt recht. Ich habe die Kohle, aber... Aber wir wollen ja Stück für Stück. Und jedes Mal, wenn ich euch wieder ein Fahrzeug... wenn ich euch eine Runde... eine Folge rausbringe, will ich euch dann auch was zeigen und dementsprechend auch die Fahrzeuge oder wenn wir gerade hier irgendwas bewirtschaften. Ja, Entschuldigung, hat sich jetzt ja, ich fahre jetzt hier einfach mal quer über den Acker, auf Deutsch gesagt. Das ist der kürzeste Weg. Hier fährt man Gott sei Dank bei den Ölbern noch nichts kaputt. Und einer wird sagen, ja, du bist ja ein Landwirtschaft. LPG Fritze. Naja, der scheint nämlich so auch gleich voll zu sein. Aber er hat jetzt seine Runde gefunden. Auf jeden Fall arbeitet er nicht so sauber wie unser Kollege da drüben. Der Gelbe ist auf jeden Fall, würde ich sagen, besser. Ist er ja auch. Er hat einen größeren Korntank. Und ja... Aber jetzt ist er nun mal da, jetzt kann er auch seine Arbeit hier noch machen. Ach, der bremst immer zu spät. So, dann wollen wir mal schnell darüber heizen wieder. Gleich den kürzesten Weg hier in die Querfeld ein. Dann wird ja garantiert gleich auch wieder voll sein. Und dann werden wir gleich wieder wegbringen. Ja, so sieht das aus. Schade, dass ich euch jetzt hier die Map in voller Ansicht nicht zeigen kann. Wenn ich das könnte, könnte ich euch schon mal zeigen, was ich alles schon bewirtschaftet habe. Aber wenn ich schon sage, zu 65% sind die Felder alle schon bewirtschaftet und würde sagen, fast zu 50% erntereif schon, aber das habe ich nur gemacht, dass ich euch was zeigen kann. Was nützt uns, wenn die Felder alle brach liegen und nichts ist? Ja, ja. Aber wie gesagt, da habe ich etliche Stunden dran gebraucht. Wenn ich jetzt euch jetzt hier ein Let's Play gezeigt hätte, ja, das hätte zu lange gedauert. So, na, du müsstest doch jetzt so bald voll sein, ja. Ich glaube, der Kollege da hinten ist eher noch voll wie der Gelbe hier. Ja, ja, ja. Aber so ist es nun mal. So, muss kurz mal auf dem Handy schauen. Alles klar. Da muss ich mal kurz eine Antwort schicken. Ah, jetzt fährt er sein Rohr aus. Ja. Ebenso wie gesagt, hat eben gerade ein Kollege hier, oder ein Fan von mir, geschrieben, bitte sei doch nett und mache doch als Let's Play. Nein, kann ich dazu sagen. Ich mache jetzt kein Let's Play, das würde die Zeit zu lange dauern. Da könnte ich ja hier locker dann bald an 100 oder 200 Folgen machen und das ist noch kein Ende in Sicht. Und bloß, dass ich hier hin und her fahre, werdet absoluter Schwachsinn. So, jetzt werde ich erstmal schnell noch, wenn noch was reinpasst, bei den anderen rüberfahren. Der steht nämlich auch schon. Egal wie viel. Ach Scheiße, ich fahr mal gut bei denen noch ran. Dann muss ich bei denen schnell noch mal ran da.
Ja, auf jeden Fall werden wir mal sehen, dass wir vielleicht in die nächste Folge, wenn wir wieder ernten. Oh, der ist ja voll. Entschuldigung, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. War ja auch bloß noch 5%. ja, schauen wir mal, dass wir, denke ich mir, mit Raps vielleicht denn ernten. Oder mal was anderes. Wir werden jetzt bei der nächsten Folge, wenn wir das hier nicht schaffen sollten heute mit dem Abernten, dann machen wir hier weiter, machen das Feld fertig und sollte dann noch Zeit sein, dann werden wir mit unserem neuen Hänger dann auch hier die Silos leer machen. Da haben wir ja auch noch ungefähr 16-17 Tonnen drin, also 16-17.000 Liter, wie man das sagt. Ich weiß nicht, ob das Tonnen oder Liter. Ja, die können wir dann auch noch leer machen und zu Geld machen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Also bei der nächsten Folge werden wir hier weitermachen. Also ist es schon fast wie so ein Let's Play. Herr Jonath hat geschrieben. Herr Jonath, das ist ja fast wie ein Let's Play, nur dass immer hin und wieder doch mal so eine Übersprünge sind. Also, dass ich denn mal Lücken habe. Aber für euch denn? Für mich ja nicht, weil ich spiele ja hier durch. Und dann werden wir hier die sehen, dass wir die Folge und nächste Folge hier das Feld abgeerntet kriegen und dann anfangen, die Silos leer zu machen. So, also haben wir schon mal für die nächste Folge schon wieder im Peppo, wenn ihr damit einverstanden seid. Ihr könnt ja bis da noch eine Nachricht schicken. Ich mache ja die Folge jetzt nicht gleich. Ich drehe jetzt zu Ende und warte jetzt noch 2-3 Tage und bis dahin habt ihr jetzt ja Zeit, euch das zu schreiben oder zu schicken. Und dann schauen wir mal. So wie Franz Beckenbauer sagen würde, schauen wir mal. Ja. Aber man sieht, was für ein Feld wir hier zusammengekriegt haben, um bloß die jetzt zu verbinden. Ja, jetzt brauchen wir bloß noch mit dem Flug. Mit Flug ja nicht mehr, mit dem Grober langfahren, mit die Saatmaschine langfahren und mit dem Mähdrescher langfahren. Und das an einen Rutschen alles. Ohne dass wir hier jedes Mal hier so einen Zwischenweg. Und der Zwischenweg haben wir auch noch Fläche gewonnen. Und so kann man eigentlich mit jedem Feld machen, wenn ihr das beliebig seid, breiter zu machen, größer etc. Denn habt ihr die Möglichkeit. So, unser Kollege ist gleich wieder voll. Ah, er muss noch mal wenden. Oder? Ja. Ach, der Kollege hat hinten auch schon den Rüssel wieder raus. Dann werden wir jetzt den hier abtanken. Und dann, ja, der steht schon da hinten. Und dann werden wir wieder wegbringen. Ja, dann habe ich ja locker meine... halt noch mal an. Oh, ja. Ja. Dann habe ich ja locker das Geld wieder raus, was ich bis jetzt investiert habe. Also hier kann man richtig schnell Geld machen. Also das macht wahnsinnig Spaß. Kinder, wenn ihr das spielen wollt, fragt eure Eltern. Auf jeden Fall denke ich mir, dass der Ölver irgendwo rumschlummert. Lasst es von euren Eltern nicht raussuchen. Ob jetzt, weiß ich nicht, ob es bei Stream gibt, aber irgendwo kann man dieses Spiel auch noch erwerben. Vielleicht hattet ihr irgendein Kollege, Kumpel, Freunde, Bekannte, die das Spiel nicht mehr spielen, fragt die doch einfach, ob die euch denn ausleihen, dann spielt das einfach. Also das ist, das macht richtig wahnsinnig Spaß. Also, wir wollten den ja hier jetzt gleich wegbringen.
Aber warte mal. Der braucht ja noch eine Weile. Dann könnten wir ja, da passt ja noch was rein. Dann könnten wir bei ihm hier seitlich mitfahren. Naja, dann müssen wir eben durchs Feld hier. Tut mir zwar leid, aber was soll's. Dann bringen wir das hier weg, wenn der mit die Reihe hier durch ist. Ich glaube nicht, dass der hier noch voll wird. Der da hinten braucht ja noch ein bisschen, aber da muss ich wahrscheinlich mal ein bisschen aufpassen, dass er auch die Bahn da hinten, weil jetzt versetzt ist, dass wir den da rechtzeitig korrigieren können. Gut, okay. Wird sowieso nicht mehr voll. Erstmal auskippen. Tja. Wir hatten ungefähr 2,4 Millionen und haben jetzt schon fast 70.000 haben wir hier schon an Geld gemacht. Und man hat ja gesehen, die Fuhren waren ja noch nicht mal richtig voll. So, man sieht ja, da hinten wird es ja versetzt. Im Falle, wenn er das da nicht richtig macht. So, springen wir mal kurz raus. Zack, rein. Ja, ich denke mir, hier müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Da. Ja, wenn der da hinten voll ist, dann muss er eben warten. Weil hier müssen wir mal kurz einschreiten. Das ist der Nachteil. Kommt immer drauf an, hätte man jetzt von der anderen Seite angefangen. So, machen wir den Tontank gleich mal leer. Das ist so bei 75%. Und ja. Also man sieht, mit 2 Meter schafft man hier schon mehr. Ja, das einzige Manko ist jetzt der kleine Hänger. Der ist für sowas jetzt nicht mehr ausgelegt. Aber was soll's. Ich habe euch ja versprochen, dass ich dann bei der nächsten Folge hier wieder weitermache. Und da haben wir garantiert noch eine ganze Menge zu tun noch. So, wieder mal sehen, ob wir den hier ausgerichtet kriegen hier. Das lange Ende. Und ab hier da. Also der Mähdrescher gefällt mir weit definitiv besser wie der andere da hinten. Ja, der steht zwar da hinten schon wieder, aber muss er jetzt durch. Wir werden hier mal den hier weiter beobachten. Ja, der Kollege muss da hinten warten. Ja. Ich werde jetzt mal einen kleinen Schluck aus meiner Brause. Wenn er jetzt die Bahn hier so halbwegs bis zum Hinten durchschafft, bin ich ja sehr zufrieden. Aber man sieht, es wird immer enger. Bis da hinten durchkommt. Ah, ja, lassen wir uns. Da ist jetzt schon passiert. Halt. Wir wollen ja noch nicht. Gut, dann fahren wir erstmal bis zum Ende. Aber wir können erstmal noch eins machen. Ach, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell. Wir werden erstmal den anderen abtanken. Dann schaffen wir heute wieder gar nichts. Vielleicht, dass wir dann, wie gesagt, zwar einen Hänger holen und dass wir aber den Trecker auf die andere Seite stehen lassen. Weiß ich noch nicht, wie wir das machen.
Aber andersrum ist es eigentlich auch Quatsch, wenn wir jetzt mit zwei Hänger hier, weil das Feld wird ja immer schmaler. So, dann springe ich schnell mal zu den Mähdrescher hier rüber. Und wir jetzt die zuschauen, wie der gerade hinten entlädt. Der ist so schon fertig. Ich denke mir, der wird garantiert nachher eher voll sein wie der hier. Ja, über die Hälfte der Zeit haben wir auch schon wieder. Wir haben schon fast 20 Minuten wieder. Ja, ich versuche mal so, dass die Folge 30 Minuten. Ja, wenn ein bisschen mal weniger oder mehr, ist es nicht so schlimm. So, also nur wieder vernünftig ausrichten hier. Und ab jeder. Ja, ich glaube, der kommt zu weit darüber. Das wird zu steil. Ich glaube, das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Ah, der läuft noch. Ja, bei denen sieht man nicht hier, wo wie voll der Korntank ist. Na, und an dem Punkt an, wo wir da schon mal ein bisschen tiefer drin waren, ich dachte, der da wieder aufhört. Na. Wird aber diesmal vielleicht klappen. Ah, Kollege steht da hinten schon wieder, aber er muss jetzt den Moment warten. Ich muss sehen, dass das hier reicht. Bis zum Ende. Komm, Baby. Noch ein kleines Stück noch. Ah, das wird eng. Und dann ist da genau eine Nische. Scheiße. Und da bricht er schon wieder ab. Ey. Das ist doch so ein Mäusemäken. Mann. Kurz vorm Ziel. So, sprinten wir mal schnell rüber zu den. Ah, ich glaube nicht, dass wir den in dieser Folge hier noch ausgerichtet kriegen. Ich glaube, da haben wir wirklich nächste Folge noch voll zu tun. Aber ich habe euch ja versprochen, wir machen hier weiter. Und wenn wir die nächste Folge hier nicht schaffen, so ein Feld abzuernten, dann verspreche ich auf jeden Fall, dann machen wir darauf die Folge. Das hier noch fertig und dann machen wir mit dem Video entfernen. Also soweit verspreche ich euch das hier. Also, das lässt mir jetzt hier keine Ruhe. Wäre vielleicht besser, wenn ich jetzt denn so längs abfahre. Dann müssen wir zwar öfter wenden, aber ja, das ist ein langes Ende.
Man muss hoffen, dass er das diesmal bis zum Ende schaffen wird. Der versucht es immer weiter nach rechts weg. Jetzt wird es immer knapper. Hätte ein anderer schon gesagt, hätte es doch gleich alleine machen können. Da bricht der schon wieder ab. Leck mich am Arsch hier. Jetzt fahre ich. Der steht garantiert auch. Und bingo. So, okay, einen Versuch mache ich noch, so dass wir vielleicht noch eine Fuhre wegbringen. Ja. Was nun? Hallo? Ja. Tja. Keine Ahnung, was das eben jetzt war, aber... Irgendwie wollte er nicht so richtig. Na gut. Er wird gleich auch wieder voll sein. Uiuiui. Junge, Junge. Der ist ja richtig abgehoben. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie ein Flummi. Nee, das ist ja wieder was. Das war ja was. Wie bei Star Wars. Anakin, ich hab dir doch gesagt, du sollst da nicht langfliegen. Na, das war ja was. Genau so kann man das sagen. So, naja. Ja, mit denen haben wir ja zwar erntet, der sieht super hier mit dem Feld ab, aber hier das Ausrichten, naja, das ist einfach ganz, ganz schön schwer, Leute, muss ich sagen. Ich stelle den jetzt da hinten bloß noch ab und dann rennen wir schnell mal schnell zu unseren. Dann Trecker rüber und werden denn vielleicht noch den anderen Mähdrescher leer machen und dann werden wir mit die Folge heute beenden. Aber wir machen hier bei der nächsten Folge hier auf jeden Fall wieder weiter. Ja, also das ist versprochen. So, ja, und da hinten steht er auch. Und da werden wir jetzt hinfahren. So, dann sage ich heute für diese Folge... auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Ja, und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut bei Landwirtschaftssimulator 2011. Ja, hat mich gefreut und ich sage ciao, ciao, euer Delphi. Haut rein, bleibt gesund.